Checkpoint tiefe Wunden. Handwerksmenü, warte mal, was ist da, was kann ich jetzt da machen? Eine mächtige Keule aus gehärtem Knochen. Kann ich die erstellen? Habe ich sie jetzt vielleicht sogar? Eingeweihte Taschen, okay. Wildschweinhaut bräuchte ich dafür. Rot und Fell, drei Stück. Okay, damit ich mehr Pfeile tragen kann, das ist super. Taka kann mehr Pfeile tragen, aber ich würde auch gerne mal Taschen tragen wollen. Fähigkeiten. Oh, was kann hier? Primitive Heilung 1. Halte so und so gedrückt, um, also ist der G gedrückt, um manuelle eine Heilungsbalken zu heilen. Weitere Heilmöglichkeiten findest du unter Nahrung. Okay. Ich kann da jetzt einen Punkt für geben, sehe ich das richtig? Halte so und so gedrückt, um dich zu heilen, während du mit. Oh, ich kann. Okay, in Laufen heilen wäre auch gut verwenden. Wie viele Punkte haben wir überhaupt? Einen. Oder einen Balken. Ich würde aber lieber jetzt gern einen Balken, als das jetzt zu verwenden. Auch wenn ich nur einen Punkt dafür bräuchte. Ach, hier nehme ich das erstmal. Ja, du. Ich Fähigkeit lernen. Ein Leben Balken. Stelle 2 und so, so. Ja, gut, habe ich. Jetzt habe ich einen Lebenbalken mehr. Juhu! Erfahrungspunkt, das ist so. Also, Rollenspielelement, nehme ich mal an. Gut. Was? Fähigkeiten freischalten, drücke K, um Fähigkeitsmenü zu öffnen. Okay, mit K kann ich das Fähigkeitsmenü zu öffnen. Das kommt jetzt erst, danke. Halte V gedrückt um Grünblätter für. Zeila, oh, unsere Frau Zeila zu finden. Zeila, ich komme. So, wir gehen an den Ufer. Was ist das denn? Kann ich hier wieder runter oder was? Also, die sagte so, so, dass sie am Fluss sind. Warte mal, ich will lieber meinen Bogen haben. Ich bin mit Bogen viel sicherer, finde ich erstmal, aber. Eine Keule nur, das ärgert mich ein bisschen. Wo ist mein zweiter? Ach egal, das ärgert mich gar nicht, Quatsch. Ich find's richtig geil. Ich hätte, Far Cry 5 soll ja nächstes Jahr rauskommen. Und ohne Witz, also Far Cry 5 könnte ein gutes Spiel sein, ja? Was ist das denn? Bist du wieder Ziege? Die wilden Ziegen. Ist ein gutes Spiel werden, ja, aber ich glaube, so Far Cry Primal hätten die noch einen Teil rausbringen können. Vielleicht dann die Fehler beheben, wo viele Leute rumgenörgelt haben. Einfach nur und das wäre auch gut rausgekommen. Gut. Die sind ja wirklich über Ziegen und über Checkpoint. Warum ist das denn Checkpoint jetzt? Ich habe irgendwie das doofe Gefühl, jetzt kommt was Böses auf mich zu. Ich lasse euch in Ruhe, ich brauche euch nicht. Ein Schmetterling, war es wirklich ein Schmetterling? Ich höre eine Krähe. Odin, bist du's? Was ist das denn? Wassersteine. Ort und okay. Ist es was Gutes oder Schlechtes? Frage ich mich jetzt. Pfeil entzünden, ne, will ich gar nicht. Ich habe irgendwie das doofe Gefühl, wir sind hier in einem Gebiet, wo vielleicht andere noch sind. Also. Ich hoffe nicht, diese Uldam-Leute oder Uldum. Die sind ja richtig. Was ist das denn? Uldam, Fleischfresser. Ja, diese Uldam sind das. Das ist feindliches Volk und die hat ja die Ohren abgeschnitten von denen. Ich nehme an, das was rot ist, sind die Pflanzen, die ich bräuchte oder was. Hier, da ist ja auch einer, oder?
Scheiße. Ich will nicht gegen die kämpfen jetzt. Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Das sind ja zwei. Schießen? Ja, nein. Kann ich einen Kopfschuss machen? Das wäre super. Ja, geht. Oh, Kopfschuss. Zweimal. Das ist gut. Sorry, ich muss das tun. Das sind die Pflanzen, die ich bräuchte. Deswegen. Tut mir leid. Obwohl, ihr seid Kannibalen, so wie ich das eben gerade erfahren habe. Durchsuchen. Was hast du Schönes? Holzpfeil, okay. Körper bewegen. Oh, ich kann auch Körper bewegen. Okay. Tierhaut. Was ist da? Taschen sind so voll. Ja, ich hoffe aber auch nicht für die Questgegenstände. Gut, also ich bin auf jeden Fall im richtigen Gebiet. Wisst ihr, sind das. Das ist auch nur Tierfleisch. Ja, ich bin zu voll, ich weiß. So, da hinten ist unsere Pflanze, die wir brauchen. Warte mal. Sind das Schildkröten? Ach, wie süß! Ihr braucht doch keine Angst vor mir haben, ihr süßen Schildkröten. Ich tue euch nichts. Okay, uns fehlt noch ein bisschen noch. Ich weiß gar nicht, soll ich den einen vielleicht doch nicht umnieten? Warte mal, ich schleich mal. Ist das nur einer? Oh, da ist ein Hellschuss, ja. Sieht aus wie einer nur. Was macht er da? Scheiße. So. Ich habe ihn terminiert. Das ist das Gute. Pflanze holen. Gut. Den Typen erbeuten. Du hast meine Pfeile. Warte mal, einen Pfeil habe ich daneben geschossen. Müsste er nicht dann hier auch irgendwo sein? Ist ja schon cool, wenn ich jetzt meinen einen Pfeil, den ich daneben geschossen habe, hier irgendwo rumliegt. Aber ich glaube, die sehe ich gar nicht, ne? Mit meinen Spurfährten suchen. Jetzt warte mal, da sind auch Tiere. Sind das Hirsche? Ich glaube, das sind Hirsche. Oh, Mammuts! Aber das sind jetzt graue Mammuts, das sind jetzt nicht die Wollmammuts, die wir gejagt haben. Gut, ich gebe mal die Heilpflanze. Müssen wir geben, das wird gut. Boah, es sieht so Bombe aus. Also, eigentlich macht das Spiel auch Spaß. Also, ich bin aber gespannt. Also, wir sind noch direkt am Anfang. Ich habe das Gefühl, das ist nur noch alles Vorgeplänke und danach gibt es nur Action-Passagen. Ich höre da was. Oh, Leute, yeah. Sorry. Was war da? Uldam, bist du da? Ein Uldam wieder? Tatsache. Tot. Kopfschuss. Oh, da ist noch einer. Auch Kopfschuss. Ich bringe 20 Erfahrungspunkte. Kopfschuss. Oh. Wer bist du? Geh weg! Du hast mich attackiert. Dafür musstest du sterben. Ich glaube, ich kann deine Haut nicht. Weil ich voll bin. Taschensuche, du kannst nichts mehr tragen. Das ärgert mich ein bisschen. Holzpfeil. Du hast mein Holzpfeil. Ich will es wieder haben. Die Animation sieht eigentlich ulkig aus, also. Ihr böse Menschen!
die Kannibalen. Obwohl, ich weiß gar nicht, war das jetzt nicht. Wegen, die haben einen Tiger gejagt. Also ein. Nee, Quatsch, Tiger, Leoparden, würde ich sagen. Er sagt jetzt ein Tiger. Gut, egal. Wir geben die Grünblätter zu Sayla. Unsere Sayla! Sayla, ich komme! Schatz, hast du was? Ich hab was mitgebracht. Wo bist du? Da. Sayla. Die Walnayi. Shaja, Tani Chlauta. Schlauata. Tanje. Dubu. Wollen am Heißbar. Das tut auch weh. Sorry, Sayla. Du bist ganz tapfer. Das ist ganz gut. Starkes Mädchen. Starke Frau. Platt als Pflaster, immerhin. Oder Verband. Wurst. Gern geschehen. Luhayam, Urushquapacham. Palhubayatar. Ul. Hers. Udam. Gut, dann habe ich auch welche schon getötet. Salwatija. Uanna. Winja Waida. Werde ich machen. Ich werde dann auch suchen finden. Versprochen. U. Masi Shashautan Waida Takar. Usayish Wada. Hai Chauha Salwa. Juhu, tiefe Wunden abgeschlossen. Das hört sich cool an, die Musik. Oha. Tensei, der Schamane. Bring Tensei den Schamanen in dein Dorf. Er wird dir beibringen, wie man Bestien zähmt und eine Eule ruft. Schwierigkeit leicht. Echt jetzt, das ist leicht noch? Markieren könnte ich mal machen. Markiere ich mal sonst. Was ist das denn? Spiel auch leicht. Erobere diese Leuchtfeuer. Oh, das hört sich gut an. XP-Bewohner. Besonderheit Schnellreisen. Oh, dann mache ich erstmal das da. Ich liebe Schnellreisen. Gut, hab markiert. Kann ich auch so speichern? Finde ich auch gut. Ich kann wieder was herstellen, ne? Oh, bin ich. Ne, ja, herstellen. Level up jetzt nicht, oder? Da, das. Du kannst noch keine Sperre herstellen. Hä? Warum wird es aber angezeigt, dass ich es herstellen kann? Ach, weil ich die Materialien hab. Deswegen. Ich dusse. Sperre eignen sich gute als Verteidigungswaffen mit großer Reichweite. Wirfe sie, um großen Schaden anzurichten. Ja, gut. Ich kann's. Da stand, ich kann es nicht herstellen, aber hab's gerade hergestellt. Gut zu wissen. Ah, eine die Keule hätte ich gar nicht. Die sieht gut aus. Nordzeder. Sag mal, Nordzeder, das ist. Gut. Neues Upgrade freigeschaltet, drücke E und fährt. Ja, ich glaube, das war das Speer dann, den ich gerade hergestellt habe. Ein Speerchen. Speer ist auf 3, gut zu wissen.
Neue Fähigkeit frei, Drücker. Okay, kann ich doch. Ich kann aber keine Fähigkeiten upgraden. Ich habe doch keine Punkte. Aber ich bin bald Level up. Oh. Ich weiß gar nicht, also. Ich würde sehr viel auf Beastmaster machen, irgendwie. Also später. Wilde, also Wildhunde zähmen. Die sehen gut aus. Oh. Den Adler, also die Eule würde ich machen. Ach, oben sind die ganzen Tiere. Okay, ich sehe gerade. Ja. Ein Bär wäre auch cool. Also die Tiere würde ich auf jeden Fall zähmen. Und ich weiß gar nicht, wo ging das? Wo ging das auch hier? Ich weiß, dass man auch Tiere reiten kann. Aber ich weiß gar nicht, ob das auch nur für zähmen, also auch oder was weiß ich. Aber gut zu wissen. Werde ich machen. So, überlebende Fähigkeiten, dann weiß ich Bescheid. Auf jeden Fall Tiere zähmen werde ich auf jeden Fall machen. Das, darauf freue ich mich. Und ich glaube, wir bräuchten dafür nur einen Fähigkeitspunkt. Dafür nur so, für die erste, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, die Quest. Naja, gut, ich sag mal auf Wiedersehen. Ich werde mal speichern versuchen. Nein, geht nicht. Doch, speichern. Soll ich sagen, ich speichere mal. Höhle oder da? Tiefe Wunden, ja, machen wir da überschreiten. Haben ja so, so noch nichts gemacht. So. Und nun sag ich mal auf Wiedersehen. Wie, ich habe jetzt gespeichert, wie ihr seht. Andere würden es wahrscheinlich nicht zeigen jetzt. Egal, ich hab's jetzt gemacht. Ich gehe mal kurz hier rüber und werde dann erstmal die Aussicht genießen. Von hier oben ein bisschen. Und ich sag mal auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass euch Far Cry Primal gefällt. Also vom Aussehen gefällt es mir. Aber ich bin nicht nur fürs Aussehen. Jedes Spiel sieht schön aus, finde ich. So Skyrim sieht nach 5 Jahren immer noch geil aus. Und also allgemein, das ist ein Spiel, was 5 Jahre alt ist, oder bald 6, wenn es so weitergeht. Oder Morrowind sieht auch noch gut aus. Egal. Genug geredet, es geht ja nicht nach Aussehen, es geht ja Hauptsache, das Spiel muss Spaß machen, darum geht es mir und ja, bin gespannt, wie es weitergeht und ob mir das Spiel weiterhin auch Spaß macht. Da bin ich erst recht gespannt. Danke fürs Zuschauen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession dann. Tschüss, euer Jackie.